In Kiel sind wir nun verbunden mit dem Katastrophenforscher Herr Dr. Willi Streitz. Herr Streitz, Japan ist ein so durchorganisiertes Land. Warum schafft man es eigentlich nicht, den Menschen dort ausreichend Hilfe zu bieten? Möglicherweise ist gerade dieser hohe Organisierungsgrad das Problem, weil er auch dazu führt, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das Unfassbare, das jetzt eingetreten ist, geschehen kann. Und von daher dann die Vorsorge für so einen Fall, in dem man dann eine halbe Million Menschen versorgen muss auf einen Schlag, halt erstmal nicht vorhanden ist. Und außerdem müssen Herr Streitz, dass gerade in Japan man relativ gut vorbereitet ist auf Erdbeben und möglicherweise sogar auch die Küsten zum Teil vor Tsunami gesichert hat. Also wie kann das sein, dass die Japaner damit nicht gerechnet haben? Naja, das Kennzeichen von Katastrophe ist, dass etwas eintritt, womit niemand gerechnet hat. Dass die entsetzlichen Dinge tatsächlich geschehen können und dass sie dann auch geschehen. Und dass dann Chaos und Unordnung herrschen. Und nun haben wir auch noch die Situation, die Infrastruktur liegt da nieder. Man bekommt in das Gebiet schlecht Dinge hinein. Und die Hilfe aus dem Ausland wird nicht oder nur zögerlich angenommen. Was könnten denn die Europäer jetzt momentan ganz konkret für die Japaner tun? Naja, woran fehlt es? Es fehlt am Notwendigsten. Es fehlt an Wärme, an Wasser, an Latrinen, an Bekleidung, an Essen. Und all das könnte man, soweit man denn in das Gebiet reinkommt, versuchen reinzubringen. Also das deutsche THW ist gut in Wasseraufbereitung und ähnlichen Dingen. Kommt natürlich hinzu, dass derzeit die Gefahren, was nukleare Strahlung angeht, in Japan abzuschätzen wären. Aber es stehen auch da Spezialteams zum Beispiel aus Russland vor der japanischen Tür, die nicht rein dürfen. Die Informationspolitik in Japan wurde ja sehr kritisiert. Die Japaner sagen, dass sie gar nicht genug erfahren. Ist es denn tatsächlich so klug, den Menschen die Wahrheit zu sagen? Oder kann das vielleicht sogar von Vorteil sein, ihnen sie da etwas im Unklaren zu lassen, wenn man sowieso nicht richtig helfen kann? Das kommt sehr darauf an, wovor sie sich mehr fürchten. Also vor dem Tsunami, vor der Strahlung oder vor ihrer eigenen Bevölkerung. Ich halte es immer für eine gute Idee, der Bevölkerung reinen Wein einzuschenken, damit also die Leute sich auf etwas einstellen können und auch die Botschaft sein kann, ihr seid in Teilen, bis andere Hilfe kommt, auf euch allein gestellt. Ihr müsst Selbstschutz und gegenseitige Hilfe betreiben. Man hat ja den Eindruck, dass die Bevölkerung dort momentan sehr gefasst ist. Täuscht das? Brodelt das unter der Oberfläche oder ist diese kulturelle Prägung der Japaner doch so entscheidend? Was man sieht, ist nicht immer das, was geschieht. Also was dort ist, ist mit Sicherheit Angst. Also die Angst, muss ich sterben? Die Angst um die Verwandtschaft? Die Angst, muss ich leiden? Und die Sorge um alle Anverwandten, Freunde und all das, was der Tsunami weggespült hat. Können Sie sich vorstellen, Herr Streitz, wie die Bevölkerung hierzulande auf eine solche Bedrohung wie jetzt durch die Atomkatastrophe reagieren würde? Um das gleich vorwegzunehmen, auch hierzulande würde ich das, was gerne angenommen wird, Menschen geraten in Notfällen und unter Druck in Panik. Also das würde ich relativieren wollen. Und auch in Notfällen sind Menschen in der Regel besonderer, als es ihnen von offiziellen Stellen zugeschrieben wird. Mhm. Und glauben Sie, dass die Katastrophenhilfe hierzulande eine bessere Figur machen würde? Wir sind auf vieles ganz hervorragend vorbereitet, ähnlich wie die Japaner. Wir haben ein riesengroßes Heer an ehrenamtlichen Helfern und anderen Dingen, die für Notfälle zur Verfügung steht. Aber schon bei einem Massenfall von Verletzten, der regional, also ich sage mal die 100 oder die 500 übersteigt, stehen unsere Krankenhäuser mit dem Rücken an der Wand. Das heißt, es gibt ganz viel Gutes, es gibt aber auch Defizite und Lücken. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Willi Streitz. Gerne.